Das war ein Medley der 80s, unter anderem mit dem Michael Jackson Klassiker Thriller und Eye of the Tiger. Kommen wir nun vom Eye of the Tiger zum Eye of the Neandertal. Wir sind gerne zum ersten Mal in der 108-jährigen Geschichte unseres Landesverbandes zu Gast, hier in Erkrath, im Kreis Mettmann. Sehr geehrter Herr Landrat Thomas Hennele, wir freuen uns auf Ihr Grußwort. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrter Herr Präsident Adenauer, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch im Namen von Bürgermeister Christoph Schulz möchte ich Sie sehr herzlich hier in Erkrath im Kreis Mettmann im Neandertland begrüßen. Wir freuen uns sehr und es ist uns eine Ehre, dass Haus und Grund Rheinland-Westfalen diese Veranstaltung in diese Stadt, in diesen Kreis gelegt hat und wir hoffen, dass Sie sich hier sehr wohlfühlen. Vielleicht ein paar Worte zu diesem Kreis. Der Kreis Mettmann ist sicherlich der wirtschaftsstärkste Kreis in Nordrhein-Westfalen. Wir haben in der Tat hervorragende Unternehmen. Viele heimliche Weltmarktführer sind in unserem Kreis. Und es ist im Wesentlichen ein mittelständisch geprägtes Industrieterrain, was wir hier haben. Wir haben aber auch, und das ist für Haus und Grund sicherlich von Bedeutung, zu den ganzen Problemen, die eben schon die Vorredner genannt haben, noch zwei weitere. Und die sind nicht vom Pappe. Wir sind zwar der viertgrößte Kreis Nordrhein-Westfalens, was die Einwohnerzahl angeht. Nahezu 500.000 Menschen wohnen hier im Kreis Mettmann. Wir sind aber der sechstkleinste Kreis Deutschlands, was die Fläche angeht. 407 Quadratkilometer. Wenn man in Mathematik ein bisschen aufgepasst hat, kommt man zu einer schnellen Gleichung, die da heißt, es ist mit Abstand der dicht besiedelste Kreis Deutschlands mit etwa 1.200 Menschen auf dem Quadratkilometer. Und das ist unser Megaproblem. Wir haben keine Fläche mehr. Keine Fläche mehr für Industriebetriebe, keine Fläche mehr für Wohnungsschaffung. Und wir haben heute eine Situation, das muss man deutlich sagen, wo es wirklich fürchterlich ist für die junge Generation, in diesem Kreis noch Eigentum zu bilden. Quadratmeterpreise in der Spitze von um die 1.000 Euro. Dazu ein Niveau auch bei den gebrauchten Immobilien, das für junge Leute selbst in der Nullzinsphase es außerordentlich schwer gemacht hat, überhaupt noch Eigentum zu bilden. Und insofern ist es wichtig, dass auch das Land Nordrhein-Westfalen wieder in die Eigentumsförderung einsteigt. Wenn man aber sieht, dass wir in diesem Jahr doch eine vergleichsweise bescheidene Summe an Mitteln für die Eigentumsförderung haben, dann ist das in der Tat nur ein Tropfen auf den heißen Stein, insbesondere unter der Situation, dass nunmehr auch die Zinsen wieder steigen und damit, sage ich mal, die Eigentumsbildung ebenfalls nicht erleichtert wird. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist mindestens genauso dramatisch. Das ist die Seite der sozialen Wohnungsbausituation. Wir werden in den nächsten Jahren etwa 50% unserer Sozialwohnungen aus der Mietbindung verlieren. Und das heißt, für die einkommensschwächeren Menschen wird es dann umso schwieriger sein, hier noch einen angemessenen Wohnraum zu finden. Auch da muss in der Tat die Rahmengesetzgebung eingreifen. Insofern ist zu begrüßen, dass wir mit dem Wohngeld einen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben. Wenn man sich aber die Einkommensgrenzen ansieht, ist das immer noch keineswegs ausreichend. Hier muss nachgebessert werden, denn ich bin ganz bei dem, was hier gesagt worden ist. Wir wollen doch qualitativ guten Wohnungsbau haben. Wir wollen hohe Standards haben. Wir wollen energetisch vernünftige Gebäude haben. Das alles ist nicht zum Nulltarif zu haben. Und deshalb müssen wir die Menschen in die Lage versetzen, diese Preise dann auch zu bezahlen. Das ist evident. Wie gehen wir damit um? Das ist ausgesprochen schwierig. Ich sage ganz offen, der Kreis als untere Naturschutzbehörde achtet natürlich schon darauf, dass wir bei der Inanspruchnahme der grünen Wiese sehr zurückhaltend sind. Das hat was mit diesen Rahmenbedingungen zu tun, die ich gerade geschildert habe. Auf der anderen Seite sehen wir die Kreativität der Städte. Mittlerweile gibt es kaum noch neue Bebauungspläne, wo nicht auch ein bestimmter Anteil an sozialem Wohnungsbau verpflichtend vorgeschrieben wird, was wenigstens einen gewissen Ausgleich für die wegfallenden Wohnungen erreichen wird. Das andere ist, dass wir natürlich auch uns darum bemühen, den Wohnungsbau insofern zu fördern, dass wir die Mittel, die uns das Land Nordrhein-Westfalen für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stellt, auch in vollem Umfang ausschöpfen. Die Zeiten, wo wir also vor etwa 15 Jahren noch Landesmittel zurückgegeben haben, sind längst vorbei. Das heißt, wir schöpfen heute das, was uns also vom Land bewilligt wird, auch in vollem Umfang aus. Insofern versuchen wir, das ein wenig auszugleichen. Es bleibt eine herausfordernde Aufgabe, der wir uns aber
gerne stelle. Gestatten Sie mir, neben den Problemen, die wir hier spezifisch im Kreis Mettmann haben, aber auch noch einen kleinen Werbeblock für das Neanderland. Ja, Neanderland, das ist die touristische und kulturelle Marke des Kreises Mettmann. Da stehen alle 10 Städte hinter. Und es ist eben schon von Herrn Präsidenten Adenauer gesagt worden, wir sind ja, knappe 3,5 Kilometer neben dem Neandertal-Museum. Wenn Sie allerdings heute Abend hier Ihre Tagung beendet haben, ist das leider schon geschlossen. Das bietet sich insofern an, doch nochmal wiederzukommen. Das ist aber nicht alles, was wir zu bieten haben. Wir haben ein sehr reichhaltiges kulturelles Programm. Wir haben aber auch ebenso viele Museen hier in diesem Kreis neben dem Neandertal-Museum. Und wir haben vor allen Dingen etwas für diejenigen unter Ihnen, die gerne wandern. Wir haben den Neanderlandsteig und der Neanderlandsteig sind 276 Kilometer. Das sollten Sie nicht versuchsweise an einem Tag machen, sondern wir bieten Ihnen 17 Etappen. Und diese 17 Etappen haben in der Tat ganz unterschiedliche Bereiche. Da sind durchaus auch anspruchsvolle Höhen mit dabei, aber es gibt eben auch flache Etappen, die nicht so anspruchsvoll sind. Was Sie aber immer haben, sie sind hochinteressant. Sie haben den Blick auf den Düsseldorfer Flughafen, Sie haben von den Höhen des Bergischen Landes den Blick ins Ruhrgebiet. Sie haben viele, viele Dinge, die Sie hier erleben können. Also, für Sie alle, kommen Sie nochmal wieder. Wir haben draußen einen Stand. Da können Sie sich noch mit entsprechenden Materialien versorgen. Und ansonsten für die Digitalen unter Ihnen www.neanderland.de ist einfach zu merken. Ich wünsche Ihnen eine gute Tagung, hoffe, dass Sie sich hier wohlfühlen und hoffe noch mehr, dass Sie noch mal wiederkommen. Herzlichen Dank.